Servus aus dem guten Sauerland, ja. Ich nehme dieses Spiel gerade im Hintergrund auf. Also ich habe es schon vorhin aufgenommen, aber rede jetzt. Und ja, ich wollte einfach nur... Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas mache. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das gut kann. Auf jeden Fall, wie ihr seht, warum habe ich denn verzauberte Kettenrüstung? Ja, es lag daran, weil ich davor schon die ganze Zeit aufgenommen habe. Die Aufnahme ist weggegangen und ja, plötzlich war alles weg von der Aufnahme. Da habe ich nämlich ein... Zombie getötet, der hatte diese ganzen Rüstung gehabt und alles mögliche. Und ich war davor noch in der Höhle, weil ich habe 2 Aufnahmen gemacht. War davor in der Höhle, habe dann Eisen gefunden, jede Menge sogar. Und ja, hab dann jetzt eigentlich eine komplette Eisenrüstung und ein Eisenschwert. Hab mir noch sowas anderes geholt. Und ja, das ist gerade ein bisschen schwer für mich noch so mitkommentieren, weil... Genau, und Labis dazu habe ich auch noch gefunden. Deshalb nicht wundern, Leute, warum das halt so eine schlechte Aufnahme ist, weil ich gerade sowas zum allerersten Mal mache. Also was heißt zum allerersten Mal? Davor habe ich ja auch nochmal schon was gemacht, zum Informationsvideo, genau das gleiche. Aber war es ja was anderes. Da habe ich nicht über das Spiel kommentiert, sondern über die Information halt. Und hier gerade überhaupt keine Ahnung. Das war ich gerade wirklich zum allerersten Mal. Deshalb muss ich gucken, was ich gerade überhaupt mache. Ja, zurzeit mache ich eigentlich gerade gar nichts, außer eine Kiste rumfummeln. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, hinterher hat sich auch noch irgendein anderes Vieh. Und ich baue mich dann weiter in eine Mine rein. Oh man, das ist gerade ultra schwer, irgendwie was zu kommentieren, weil ich das wirklich noch nie gemacht habe. Wenn man im Spiel ist, dann beschreibt man irgendwie das ganze Spiel. Also das ist irgendwie anders, wisst ihr? Weil man da schon gespielt hat, wenn man da schon weiß, was irgendwie so abging hier. Weil man auch noch nicht wusste, was abging. Hier weiß man ja schon direkt alles Bescheid, man muss ich so richtig sagen. Genau, ich habe mich dann runtergebaut bis zum Endstein. Hat dann hochgezählt, wann ungefähr Höhe 11 ist. Und ja, ich habe auch wieder ein bisschen weiter gespielt, habe dann 5 Diamanten gefunden. Ich habe mir ein... Zu der Letzte sozusagen, ich habe ein Buch gecheatet. Weil ich konnte... Bei mir gab es einfach keinen... Bambus. Also ich, tut mir leid, aber ich musste das machen, weil sonst käme ich nicht an mein Dingens dran, an mein Verzauberungsbuch. Aber die Diamantspielzeug habe ich selber gemacht und ich habe dann noch Dingens gemacht. Ich habe dann noch 2 Diamanten übrig für den Verzauberungstisch und das Obsidian farm ich dann noch selber, die 3 Stück. Lapis hat glaube ich auch ungefähr so ein Stack. Ja, und Eisen habe ich auch noch ziemlich viel offline gefarmt. Ich habe jetzt ein Stack und 20 Eisen oder so, also sowas um den Dreh. Gold habe ich auch gefarmt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich für einen OP Goldapfel sparen soll oder ob ich erstmal einen normalen Goldapfel machen soll. Könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben und eure Meinung dazu abgeben. Natürlich ist ein OP Goldapfel eigentlich um einiges besser, aber kostet um einiges mehr Gold, ne? Ja. Bald wird auch Ark kommen. Jetzt rede ich eigentlich gar nicht mehr so viel über das Spiel, aber egal. Ich habe mir jetzt wieder PaySafe gekauft, weil ich ja letztes Mal meinen Besser verloren habe. Naja, 30 Euro. Damit werde ich mir dann noch Ark kaufen und vielleicht kaufe ich mir dann so mit den Subserver bei Early Boy. Weil dieser Server ist eigentlich ziemlich cool, muss man ehrlich sagen. Also ich finde den Server richtig cool und würde mich freuen, wenn ich auch da drauf kommen würde. Ja, und ja, so, ich weiß eigentlich nicht, was ich mehr sagen soll, weil es ist wirklich, Leute, ultra schwer, was aufzunehmen. Genau, jetzt habe ich hier die Höhle gefunden und diese Höhle, Leute, ist bombastisch riesig. Man kann auch nach rechts gehen, aber da habe ich noch nichts erkundet, aber links, die ist so riesig, diese Höhle, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich fast alles abgesucht und genau diesen einen kleinen Weg, da waren die Diamanten. Ja, so ein ganz, ganz kleiner Weg. Da waren die Diamanten nur. Und ja, Leute, nicht wundern, dass ich am Anfang nicht den Rest geholt habe, denn ich habe erstmal so nach Dingens gesucht. Da habe ich mich voll erschrocken, ich hatte kein Schwert gehabt. Ich so, oh shit, was mache ich jetzt? Hab mir mit der Fackel kaputt geschlagen, dann mit der Eisenspitzhacke, weil ich nichts Besseres gerade hatte. Ja, ich habe noch besiegt. Was habe ich da vorher mal gesagt? Also... Was habe ich da vorne mal gesagt? Ah, keine Ahnung, vergessen. Auf jeden Fall, irgendwas habe ich gesagt. Ja. Wollen wir zu hoch und...
gleich kommt eine Stelle, wo man denkt sich so, what the fuck, Alter. Ich bin fast wegen einem scheiß normalen Skelett, der ohne Rüstung war, komplett gestorben. Weil er mich so hart getrollt hat. So, nicht der, sondern ein anderer. Von denen habe ich auch noch Goldrüstung bekommen. So, da. Da habe ich... Da war... Nee, warte mal. War das ein Skelett? Nee, das war einfach nur der Zombie. Ja, der war easy. Aber der hatte Dorn gehabt. Das war kacke. Aber sein Helm hatte Dorn gehabt. Ich finde, Dorn ist richtig geil bei einer Rüstung. Ich freue mich aber schon so ultra hart auf Ark. Das könnte ich gar nicht glauben. Das wird so cool. Bei diesen Lavaflüssen bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch drauf reingehen soll. Bestimmt sind da auch noch Diamanten. In diesen Lavaflüssen hier oder der Lavaseen. Ich bin mir da sowas schon sicher, dass da Diamanten-Dingo rumliegen. So, 5 Minuten, 6 Minuten noch. Okay, irgendwie werde ich diese Zeit schon schaffen. Und, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich so leise bin. So, da habe ich erstmal ein bisschen Eisen gefarmt, weil ich dachte, die liegen da so schön. Und ja, die haben wir mitgenommen. Der Ehemann kommt, das krieg ich gleich. Was ist hier denn? Das ist ja nur die Spinne. Keine Ahnung. Wo ich jetzt gerade hinrenne, weiß ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall ist diese Höhle wirklich extrem groß. Also, ich habe noch nie so eine gigantisch große Höhle in Minecraft gesehen. Also, das war echt krass. Diese Höhle, die... Also, diese Höhle tut das echt wirklich. Würde ich mal freuen... Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine größere Höhle gesehen habt. Denn ihr müsst bedenken, auch offline habe ich diese Höhle nicht komplett erforscht. Und hier ist eigentlich schon ziemlich viel. Und ganz am Anfang, irgendwo so rechts, dann wieder links, dann kommt so eine ganz kleine Gasse von der Höhle. Da waren die Diamanten. Boah, ich habe mich so aufgeregt. Allerdings habe ich die gefunden. Und ja. Was mache ich jetzt? Noch mehr Gold? Also wenn Leute sagen, Gold ist unwichtig, das stimmt nicht, weil Gold... Dank Gold kann man sich das Beste vom Besten machen im PvP, nämlich Goldäpfel oder OP-Goldäpfel. Und durch diese Dinger, ey. Wenn man einen OP-Goldapfel hat, hat man eigentlich schon praktisch gewonnen. Naja, man muss auch erstmal einen OP-Goldapfel machen, also... Goldblock? Nee. Ich glaube 8, nee, warte mal. 4, 3. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so 14 oder so, oder 14, genau das 14 Goldblöcke oder so, da braucht man das. Und genau das ist die Stelle, wo ich dachte, ich sterbe jetzt wegen dem Skelett. Genau das ist die Stelle. Das hat mich so immer aufgeregt. Ich dachte, ich verrecke jetzt ohne Witz jetzt. Da, boah, ich bin da beinahe ausgetickt. Aber ich glaube, 14 oder Goldblöcke oder so, Goldblöcke braucht man, um einen OP-Goldapfel zu machen. Das war einfach die Stelle, wo ich dachte, Alter, what the fuck, jetzt sterbe ich. Also, wenn es wirklich weiter so gegangen hat, hat er mich gekillt. Ja, warum habe ich das Eisen nicht einfach so mitgenommen? Keine Ahnung. So, genau, von hier komme ich. Und irgendwo hier war so eine ganz kleine Gasse. Ich glaube, hier links, ich glaube, da unten runter. Links von mir, genau, da unten. Nee, oder? Weiß ich gerade überhaupt nicht. Nur irgendwas am Anfang, so eine ganz kleine Gasse. Da waren die Diamanten. Aber wo die jetzt genau waren, weiß ich jetzt auch nicht. Gold. Nimm das Gold mit, Sascha. Genau, hier war noch Lapis Lazuli. Ist auch noch mitgenommen, glaube ich. Also irgendwo hier in der Nähe, wo ich gerade bin, da waren auf jeden Fall die Dingens. Ich glaube, in der nächsten Folge habe ich auch Redstone ab, weil Redstone gibt wirklich unnormal viel EP. Und ich glaube, in der nächsten Folge kann ich schon mal ein Verzauberungsbuch machen. Also ich bin eigentlich ziemlich froh. Obwohl ich in der letzten Staffel schon bei Folge 4 schon Diamanten gefunden habe. Eigentlich wäre diese Folge jetzt Folge 6 gewesen, ne Leute? Oder Folge 7. Genau, mein Best-of habe ich gelöscht. Nicht mein Best-of, mein Abo-Special habe ich jetzt gelöscht, weil ich behindert bin. Dann habe ich einfach als Best-of... Mache einfach mein Best-of. Aber Leute, die Folge ist eine. Jo, ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.